Ja? Jetzt sind wir gerade bei Instagram live, aber nur um anzukündigen, dass wir jetzt eigentlich bei Twitch live sind gleich. Ja, Wir sind doppelt live. wir sind doppelt live. Einen zauberhaften guten Abend und herzlich willkommen bei Ich muss. Abtauchen mit Plötzlich Wissen auf Twitch und bei Julia hier unten auch auf Instagram mit Julia, Dr. Julia Schnetzer, die befindet sich da unten. Hallo. Und mit Inga Marie Ramke. Hi. Und mit dem Dugong. Hallo Dylan. Hallo, bin ich bei Live dabei? Testen wir was? Das kenne ich schon. Ja, das haben wir schon mal getestet mit Julia. Das war richtig gut. Wir sind doppelt live. Geil. Mittendrin und live dabei, ja. Hallo, wir sind doppelt live. Weltpremiere, doppelt live zu sein. Finde ich super. Aber wie geht's? Aber ich höre jetzt Abgefahren. auch gleich wieder auf bei Instagram. Das war nur ein kleiner Scherz mal. Er ist mir Nee. gelungen. Also, Instagram, ich glaube, es ist gerade hier eh nur eine Person. Wenn du uns weiter Ja. zugucken willst, auf Twitch, das ist dann auch eine Ja. bessere Quali und so. Komm rüber. Genau. Kommt rüber zu Twitch. Ja, Ich und mach ein. mal, meinen Chat hier an. Ja, mach mal deinen Chatty an. Entschuldigung, ich habe dich nicht daran erinnert. Einen schönen guten Ja. Abend, Fockaffe, Torben aus dem Norden, schönen guten Abend, Humpalucky, Lauchpower und Olaf Not the Snowman. Moin! Ah, cool. Ja, hi. Hallo. So, ich gehe mal hier wieder raus Ja, bei mach mal. Insta. Wenn du schaffst. Ja, habe ich geschafft. Cool. Oh, und ich habe. Muss man hier auf der in dem Fenster noch einen wechseln. Das ist ja, das wäre ja schlecht gewesen. Ja. Oh, und Torben aus dem Norden folgt uns. Herzlichen Dank. Danke. Torben aus dem Norden. Ja, der Name ist bestimmt Programm. Sind wir auch aus dem Norden? Nein, Aber ich schon. Ja. Julia auch. Jetzt. Ja, wie geht's euch, die da die Damen? Ja. Sturm gut überlebt. Oh ja, ey, es hat hier wahnsinnig gepustet. Ja, in Hamburg habe ich so krasse Sachen gesehen, dass die, dass der Fährenbus die Fenster reingedrückt wurden und so. Ja, das stimmt. Das war die Fähre, die HVV-Fähre nach rüber nach Finkenwerder, da wo die Leute zu Airbus zum Arbeiten gehen. Entsprechend sind die dann direkt zum Airbus-Betriebsarzt durchgelaufen später, nachdem sie von der Fähre runter waren. Denn das Schutzglas, das eigentlich dafür da ist, dass es die Menschen schützt, ist von einer Welle eingedrückt worden. Das Ganze kann man sich noch auf Twitter und auf YouTube anschauen. Es ist keiner wohl schwer verletzt worden, aber es gab ein paar Schnittwunden durch das Sicherheitsglas. Und natürlich waren alle nass. Ja. Aber hast du den Ja, Sturm gut hier war. überlebt in Hamburg, Inga? Achso, Ja. Entschuldigung. Ja. Ja, ich habe den Sturm gut überlebt. Das ist ganz praktisch gewesen, weil mein Haus stand so im Sturm, dass ich gar nicht so viel mitbekommen habe. Und nachdem hier vor 3 Jahren alles neu gemacht worden ist, haben wir auch so Sicherheits-Anti-Akustik-Fenster hier drin, sodass ich auch gar nicht so viel gehört habe, ehrlich gesagt, Ah, obwohl ich hier okay. die Bäume drum habe. Also mit auf dem Fenster, auf dem Fenster. Ich habe einmal das Fenster geöffnet, habe mich auf den Balkon gestellt, um die Stühle einmal hinzulegen und dachte so, oh, ist das krass hier draußen. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht und war Ruhe. Ja. Ja, krass, nee, bei uns pfeift es ganz schön durch. Ja, nee, bei uns, also Marius war bei mir zu Besuch, der kam quasi nicht mehr nach Hause. Also er hat es dann doch in diesen 3 Stunden am Freitagmorgen, wo die Züge ge wieder gefahren sind, hat er es dann doch noch geschafft, nach Berlin zu kommen. Es ist echt krass, weil ich bin jetzt das Wochenende, wäre es nicht mehr gegangen. Und am Freitagabend war ich zum Essen eingeladen beim Freund und wir sind dann hin, weil der hat halt voll alles vorbereitet, voll aufgekocht und so. Und der Hinweg war schon, also es ging noch, aber da hat man schon gemerkt, so uiuiui, so der Wind hat immer gedreht und es war schon, man musste aufpassen mit dem Fahrrad, dass man nicht auf die Straße geweht wird. Und dann waren wir dort und dann wurde es halt echt heftiger und dann haben wir auch Pyjama-Party gemacht und alle da geschlafen. Also der hatte Gott sei Dank viel Platz, weil es dann doch ein bisschen zu krass war. Und Okay. wir sind dann aber, genau, und wir hatten halt auch Evakuierungsmeldungen in Bremen. Wegen Hochwasser. Und da waren gleich, meine Mitbewohner waren schon so, oh nein, wir sind in der Evakuierungszone. Aber dann haben wir erklärt, so nee, weil wir sind hinterm Deich, alles cool. Es geht nur um den Okay. Bereich vorm Deich. Und dann sind wir nochmal nachts raus an die Weser, weil wir gucken wollten. Und
Es war schon heftig. Und dann die großen Bäume und so. Und dann waren wir so, nee, komm, wir gehen wieder rein. Das ist doch ein bisschen krass. Und ja, am nächsten Morgen, also bei uns gleich hier um die Ecke im Park, sagen wir mal ein Foto, oh, da hat es echt einen riesigen Baum umgehauen. Wie man das hier so. Ups. Oh ja, Ja, krass. also das Warte ist mal, echt ein ich dickes mach die mal Ding. größer. Oh, heftig. Ja. Ja, das ist echt ein dickes Ding. Und ja, ey, Glück, dass der in den Park gefallen ist, in die andere Richtung. Da wären auf jeden Fall einige Autos und Häuser jetzt getroffen, weil hier eine Chance. Ja, Oh Mann, ja. ja, ich mach noch mal groß. Oh ja, krass. Ja, Also war schon nicht ohne hier, ne? nee. Und jetzt ist ja gerade schon irgendwie der nächste angesagt, aber es dauert Ja, alles so soll lang. morgen früh losgehen oder heute Nacht Ah, morgen irgendwie, früh ne? ist. Hauptsache ist es nicht am Dienstag, weil am Dienstag möchte ich mit dem Fahrrad und Equipment in eine Schule für eine Lesung und morgen habe Oh ich noch ja. eine Online-Lesung. Das geht also. Ganz persönliche Gründe, warum das bitte nicht am Dienstag ist. Online-Lesung kann man da auch zugucken oder nur so? Ich könnte dir einen Link schicken, privat, aber es ist nicht dafür gedacht. Nee, es ist mit einer Grundschule. Das ist Ach total so. süß. Ich mache, genau, ja, es ist nicht für Erwachsene, sondern nee, nicht mit Grundschule, es ist für einen Kindergarten mit Vorschule. Und die haben es ist ja Faschingswoche für alle, die, oder auch Karneval, also im Norden sagen wir Fasching, deswegen habe ich gerade Fasching gesagt. Und ich bin da überhaupt nicht involviert, aber das habe ich dann rausgefunden, als die gemeint haben, ja, wir machen dann ja Fasching und das Thema ist dann Benno Bieber und es gibt zum Mittagessen die Benno Bieber Pilzpfanne bei uns in der Kita, weil das Thema ist Wald morgen früh mit den Kita-Kindern. Gibt eine Cool. Lesung zum Thema Wald. Ja. Okay. Ja, aber sollte es Erwachsenenlesung mal online geben, sage ich Bescheid. Dann können wir den Link verteilen. Ja, ansonsten hätte ich das nämlich jetzt gerade mal gemacht. Danke, das ist sehr nett von dir. Nee, es ist so eine private Ja. Aktion mit einer ganzen kleinen Kita. Oh. Ja, so ist das hier. Also alle überlebt und alles cool. Und du trinkst Lupinenkaffee und ich esse die Lupinen Ja. dazu. Ne? Cheers, Anne. Prost. Portugiesische Lupinen bei mir. Die besten. Ja, und dazu gibt es gleich noch das Weihnachtsbier. Weihnachtsbier? Dafür muss ich dich hinlegen, Dylan. Ja. Ja, wie sieht's denn bei euch aus im Chat, liebe Menschen? Habt ihr den Sturm gut überlebt? Ja. Kommen da nicht auch noch welche aus dem Norden? Ja, Der Torben vielleicht aus dem Norden Torben. hat einen deutlichen Hinweis Ja, gegeben, würde ich stimmt. sagen. Torben könnte aus dem Norden Ja. kommen. Torben aus dem Norden, der hat doch bestimmt was zu erzählen darüber. Wenn der noch nördlicher war als wir. Also ich habe auf Insta zum Beispiel das gibt ja die Pfahlbauten in St. Peter-Ording und das war ziemlich krass, da ist einiges kaputt gegangen. Ah, krass, ja. Ja, Oh, apropos Ostsee. Torben sagt, Eckernförde, Ostseeküste, ist es nicht so schlimm. Und Ja, Lauchbauer sagt, in Bavü ist es erträglich. Ja, gut. Ja, ich war letzte Woche an der Ostsee. Schleswig, Ja, alles gut. stimmt. Achtung, es ploppt gleich. Ich habe hier dieses Weihnachtsbier. Nee, es ploppt nicht, na toll. Nee, es hat, aber man hat so den Aufkleber, hat man gehört. Ja, das muss nämlich weg. Ich habe zwei davon. Vielleicht dann beim nächsten Mal das nächste oder in der zweiten Prost. Halbzeit. Ja, ich war letzte Woche an der Ostsee, Warnemünde. Warnemünde. Warnemünde, wie Otto sagen würde, glaube ich. Und wir haben Plastik gesammelt, Müll gesammelt. Das war für so eine ARD-Doku. Oh, Fockaffe sagt, dass bei ihm ein paar Freunde Schäden an den Booten haben. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das. Ja. Das war einfach schon nicht ohne dieser Sturm, ey. Nee. Also hier sind in der näheren Umgebung sind auch ein paar Bäume abgeknickt und die Feuerwehr war hier im Dauereinsatz. Aber ich glaube, in Berlin ist es noch ein bisschen heftiger gewesen. Wir sind hier direkt am Wald in Brandenburg. Ja, bei uns, also bei uns ist auch die Feuerwehr ist hier von hier Luftlinie vielleicht 50 Meter weg oder so, eine Feuerwehrstation. Und es war auch am Donnerstag was richtig krass. Es war wirklich die ganze Nacht war nur Sirenen. Aber echt.
Ja, ich war in der Ostsee für eine Doku drehen und wir haben Plastikmüll gesammelt. War eine Münde und am Anfang waren wir ein bisschen besorgt, was, wenn du nur so guckst, dass wir überhaupt Müll finden. Die Sorge war absolut unberechtigt. Ja. Und wir haben sehr viel halt so kleinen Plastikmüll gefunden, so kleinere Stücke. Und was krass, also das hat mich auch überrascht, was wirklich krass war, war, das meiste, was wir gefunden haben, waren wirklich Plastik von Feuerwerkskörpern, also von Raketen. Also zum einen die Köpfe obendrauf und zum anderen diese Plastikschutzdinger, die auf der Zündschnur drauf sind. Die du abziehst, Richtig ne? viel. Ja, genau, richtig viel. Und ja, weil die Leute anscheinend, also habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, weil ich auch noch nie Silvester irgendwo am Meer war, dass die Leute natürlich da am Strand schießen, weil hast du natürlich eine super Sicht. Ja. Und dann landet da der ganze Müll. Also es war wirklich krass. Wir haben 2 Stunden gesucht, wir haben, glaube ich, 25 Kilo oder so gesammelt und wirklich das Alter meiste Schwede. so kleine Stück. Ja, ich meine, da klebt natürlich immer ein bisschen Sand dran und so, aber Wie viele nichtsdestotrotz. Leute wart ihr? Ich glaube, so 12 vom Ja. BUND haben das Leute organisiert. Und ja, und wir haben wirklich echt nur einen sehr kleinen Teil. Also das waren vielleicht 200 Quadratmeter, die wir da abgesucht haben oder so. Das ist schon krass. Ja, Ja. auf jeden Fall. Raketen sind wirklich echt wahrscheinlich der unnützeste Kunststoff schlechthin. Ja, das ist echt, also so, ja, also da habe ich mir auch noch nie drüber Gedanken gemacht, dass wirklich Leute halt am Strand Raketen abfeuern und dass das natürlich auch richtig krasser Dreck direkt am Strand ist, der natürlich ins Meer reingeht. Also, dass das überhaupt erlaubt ist, ist. Ja, kommt drauf an, wo man ist. Es ist auch nicht überall in Norddeutschland erlaubt. Also ich weiß nicht, in St. Peter-Ording zum Beispiel ist verboten. Vielleicht ist es da auch gar nicht erlaubt und die Leute machen das einfach. Oder es ist Ja, wollte ich angefertigt gerade sagen. worden. Weißt du schon, wann man dich dann in dieser Doku sehen kann? Das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, ne? Ja, ich glaube, es hieß mal irgendwas von Mai oder so. Oh, das ist aber schon recht bald, also. Aber ja, aber ich weiß es nicht genau. Alles neu macht der Mai. Okay, was heißt recht bald? Wir haben Mitte Februar. Ja, das ist quasi in 2,5 Monaten. Ja. Zwei, fast nur noch. Ja. Ja, bin ich gespannt. Dann gucken wir uns das wieder live quasi, also nicht live, aber hier an. Ja. Genau. Geil. Das waren die Highlights der Woche. Ja, danke Lauchpower für die Information. Danke noch bis Weihnachten. Dann sollte ich vielleicht doch mein Bier wieder zumachen und aufbewahren. Es ist ja nicht mehr so lange bis Weihnachten. Hält aber leider nur noch bis Mitte Juli Anfang. Ja, man muss nicht verstehen, warum Menschen so viel Dreck machen und das nicht einfach einpacken, was sie da zumindest am Mann tragen könnten. Ja. Ja, ich frage mich halt So. auch, wie das unter normalen Silvesterbedingungen da aussieht. Also, weil es wurden ja gar kein Feuerwerk verkauft und so, ne? Das heißt, es waren ja so Restbestände. Ich glaube, Böllern war erlaubt, ne? Aber durfte nichts verkauft werden oder so. Wie das unter Ja, du, es Vor-Corona-Zeiten durfte da nichts, ausgesehen haben es muss. durfte nichts im Einzelhandel verkauft werden. Hier meine, sagen wir mal, auf Freizeitspaß orientierten Nachbarn habe ich dann so in der ersten Januarwoche dachte ich mir so, was ist das denn? Und dann war der Papiercontainer schon voll mit so einem riesigen Paket. Und da war dann halt so ein Informationsaufkleber drauf, ne? Vorsicht, Sprengstoffe. Also die haben sich irgendwie so ein Riesenteil mit der Post von irgendeinem Versandhändler schicken lassen, keine Ahnung. Ja, aber das sind dann quasi halt nur, also bei uns wurde schon wirklich sowas von deutlich weniger geballert an Silvester. Also wirklich ist Ja. vielleicht nicht mal, keine Ahnung, ein Hundertstel von dem, was sonst ist. Oh echt, ja. Also ich habe das Gefühl, es hat kaum was ausgemacht. Ah, okay, also doch, also bei uns. Also Ja, ich in war auch Hamburg war quasi auch ruhiger. Ja. In dem Nee, Viertel, wo es sonst also so richtig abgeht, das war wirklich nichts. wir haben einen Hund hier und der hat sich noch nie in irgendeiner Form von Feuerwerk stören lassen. Aber letztes Jahr, wo ja auch Verkauf verboten war, war es so wild,
Also es hat dann irgendwie, ich würde mal sagen, so um 18 Uhr ging es los und steigerte sich fortwährend. Und um 11 Uhr, also eine Stunde vor Mitternacht, haben wir gesagt, so jetzt geht's nicht mehr, weil wir waren durch. Es hat die ganze Zeit geböllert und geleuchtet und hast nicht gesehen. Und der Hund war wahrscheinlich gar nicht wegen dem Feuerwerk, sondern weil wir so durch waren. Und wir sind dann weggefahren auf eine Autobahnraststätte, die 24 oh. Stunden offen hat, und haben da bis 2 gesessen und haben da ins neue Jahr reingefeiert. Und dieses Jahr sind wir weggefahren. Und wir sind am 3. Januar wiedergekommen. Und am 3. Januar war abends immer noch, waren Leute am Knallen. Aber das ist Berlin, wa? Naja, ich dachte, du bist in Brandenburg. Ja, 300 Meter entfernt von der Berliner Grenze. Okay. Wollen wir ja, mal nicht so sein. Ja, davor war ja auch Böller, also da durftest du ja auch nicht böllern, da war ja nicht nur Verkaufsverbot, also zumindest in Bremen war Böllerverbot. Und da war wirklich, also da haben auch ein paar Leute geböllert, aber es war wirklich mega wenig. Da hast du nur so ein bisschen was gehört. Und das war okay, krass. Also es ist ja schön, dass es wirklich schön, das zu hören, weil die, wie ich das erlebt habe, ist als als Verkaufsverbot oder Böllerverbot oder Peng hat, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Oder ich habe jetzt richtig Angst davor, wenn Böllern wieder vollkommen frei erlaubt ist, weil dann muss es ja dann noch viel schlimmer sein. Ja, aber Berlin, ey. Aber Bremen war auch so, als dann Maskenpflicht kam und so, haben einfach alle Leute mitgemacht. Da gab es auch irgendwie keinen irgendwie großen Stress oder sonst was oder sowas. Und Berlin... Ja, Berlin eskaliert, ne? Ja, da haben sich die Leute ja gleich im Supermarkt geprügelt und keine Ahnung. Auf jeden. Berlin ist immer eine Reise wert zum Thema Eskalation. Ja. Da wird es aber nicht langweilig in Berlin. Nein, nein, langweilig wird es hier nicht. Nee. Meine Nachbarin hat mich gefragt, die von oben, die mit dem niedlichen Hund, wann es bei uns hier anfängt. Da muss ich mal kurz antworten. Jetzt schon. Oh, und Guerillaschieb, schönen guten Abend. Und erklärt uns nochmal auf, die Schadstoffbelastung in Bremen. Und Schadstoffbelastung nehme ich mal an, meinst du Feinstaub? Weil das ist echt das meiste, was bei Feuerwerk, also was man relativ einfach messen kann, oder? Schadstoffbelastung in Bremen war die geringste in der Republik, um circa 90% geringer als im Vergleich zu Neujahr 2020. Ja, Feinstaubbelastung. Ja. Krass. Ja, Bremer sind weit vorne, ne? Ja. Bremen ist stabil. Coole Leute. Ah. Auf jeden Fall. Coole Leute in Bremen. Ja, sieht man ja. Vielleicht sind die anderen auch alle nach Berlin gefahren. Vielleicht. Irgendwo werden sie gewesen sein. Ja, André, du hast schon dreimal versucht anzufangen mit Inhalten, ne? Bevor wir jetzt mit anfangen. Ich habe nur zweimal gesagt. Zweimal. Jetzt sage ich zum dritten Mal so. Ja. Ist heute Weltwahltag, Inga. Ja, es ist heute Weltwahltag, ja. Richtig, es ist Weltwahltag. Aber wie Juliane, meine nette Nachbarin mit dem Hund, schon gefragt hat, was für eine Art von Wahl meint ihr denn? Und ich so, naja, bei uns geht es um die Tiere im Meer. Ach so, ja, okay. Also nichts mit Kreuzchen machen. Ja, es ist der Weltwahltag, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob nicht Jules anfängt und dann was erzählt, weil das ist jetzt eine total schöne Steilvorlage, aber wir haben viel zum Thema Tiefsee, und zwar große Tiere und kleine Viecher. Bei den großen Viechern geht es um Wale und bei den kleinen Viechern geht es natürlich um Julias Steckenpferd. Das heißt, ich habe wieder... Das heißt, ich habe im Vorstream nicht aufgepasst und habe jetzt Blödsinn erzählt. Ja, dann leg ich los. Sag mir, was ich anklicken soll. Ich zeige das, was ihr wollt. Das Paper, das du vorhin hattest, auch. Okay. Ja. Also wir machen alles. Wir hacken das alles nach. Kein Ding. So. Also Torben schreibt gerade, Bremen hat auch eine Impfquote von über 100%. Ja, aber zum Beispiel, ich bin gar nicht drin, weil ich habe mir einen Bayern-Impfstoff geholt. Gibt es einen eigenen Impfstoff für Bayern? Nö, aber du bist ja so immer... So wie in Lübeck oder wo das war? Nee. Aber da bist du natürlich nicht mit reingezählt, weißt du? Mm. In die Statistik.
Aber deswegen ist die Statistik in Bremen auch so hoch, weil die halt Niedersachsen auch mitimpfen. Weil wenn du in Niedersachsen wohnst, aber in Bremen arbeitest, wirst du trotzdem in Bremen geimpft, wenn du willst. Und deswegen gibt es in Bremen teilweise eine Statistik von über 100%, weil die halt dann die ganzen Lehrer oder so, die in Bremen arbeiten, aber in Niedersachsen wohnen, halt in Bremen geimpft wurden und dann hätte Niedersachsen mitmachen sollen, aber Niedersachsen, also hat auch mitgemacht, aber hat sich dann auch teilweise geweigert und so. Und deswegen ist so viel geimpft in Bremen. Naja, aber du bist mit dem besonderen Bayern-Impfstoff geimpft. Nee, ich war halt in München vor Weihnachten und habe mir die Booster-Impfung dann da geholt, weil es da so ein offenes Angebot gab. Und da war ich so, ballerst ich es mir da rein. Ja, so. Ist voll egal. Genau. Also dann hat Bayern ein bisschen bessere Impfquote, weißt du, die kacken wir so ab. Tja. Genau, genau. Ich hab ein Paper mitgebracht, das, ich glaube, letzte Woche rauskam, vor 4. Februar, was haben wir? Ja, vor 2 Wochen rauskam. Und genau, und ich fand das ganz nett. Und zwar geht es da um die eukaryotische Diversität von der Wasseroberfläche bis in die Tiefsee. Und deswegen sage ich gerade, Inga, nicht meine Steckenpferde, weil es eben um Eukaryoten geht, also nicht um Prokaryoten. Weil Prokaryoten sind Bakterien und Archaeen und Eukaryoten ist eben alles, was einen Zellkern hat. Also Tiere, Pflanzen, Pilze. Hauptsächlich Einzeller. Einzeller. Und das ist das Paper ist offen, deswegen ich schmeiß dann mal den Link auch direkt. Genau. Und im Chat. Cool. Genau, und warum auch, ich glaube, ich so ein bisschen dieses Paper, warum mir das Paper auch gut gefallen hat, so ein bisschen, ich habe ja damals diesen Ocean Sampling Day gemacht, wo wir so auf der ganzen Welt Wasserproben gesammelt haben und so und die Bakterien angeguckt haben, aber teilweise hatten wir eben auch eukaryotische Daten. Genau, aber die und haben diese Daten dann eben von auch mehreren hunderten Punkten öffentlich ins Netz gestellt, dass eben andere Leute die nutzen können. Und dieses Paper ist, also die haben nicht unsere Daten benutzt, aber ist halt so ein Beispiel, wie eben sowas benutzt werden kann. Deswegen fand ich das so ganz schön. Und zwar haben die sich eben mal gedacht, naja, gucken wir uns mal eben die Diversität, also die, wie übersetzt man denn am besten Diversität auf Deutsch? Diversität ist auch auf Deutsch die Vielfalt. Die Vielfalt, danke, genau, das ist das Wort. Die Vielfalt in verschiedenen Bereichen des Meeres an. Also sie haben sich angeguckt, die Wasseroberfläche, also alles in der euphotischen Zone. Also euphotische Zone ist eben Oberfläche bis wo die Sonne hinstrahlt. Das kann natürlich je nach Klarheit des Wassers unterschiedlich sein, aber so, sagen wir mal, so im Schnitt so ungefähr 100 Meter. Dann hast du die aphotische Zone, das heißt, das ist die Wassersäule, wo es dunkel ist und also in der Regel tiefer als 100 Meter. Und dann haben sie sich eben auch das Sediment angeschaut. Und dafür haben die verschiedene Daten genutzt, die eben teilweise einfach schon existiert haben. Und zwar haben sie sich von verschiedenen großen Cruises, also Expeditionen, die Daten genommen, also vor allem vom Malaspina und von der Tara Oceans Expedition. Also das waren ganz große Expeditionen, wo die wirklich über, ich glaube, so ein Jahr oder 2 Jahre um die Welt gefahren sind und da immer Wasserproben genommen haben und sich da eben vor allem Bakterien angeschaut haben, aber auch Eukaryoten, aber alles eben so schon mehr im Mikrobereich. Also so Algen. Okay. Also Plankton. Wollte ich nämlich gerade fragen, was ist das denn? Plankton, Algen und kleine Fische oder ist schon zu groß? Ja, kann schon sein. Nee, so Larven und so. Okay. Ja, also im Planktonbereich. Nee, genau, das kann schon Larven, kleine Quallen oder sowas, genau. Und jetzt muss ich gerade gucken, weil ich habe es mir rausgeschrieben, dass ich es selber nicht sehe. Genau, wenn du jetzt nämlich... Oh ja, ich mach mal die Karte hier auf, ne? Genau, wenn du... Ja, genau, mach mal die Karte auf. Sorry, ich gucke gerade selber bei mir ins Paper, weil ich kann es leider bei dir nicht so richtig gut lesen. Genau, da sieht man jetzt die verschiedenen Stationen. Die Orangen sind... die Station, wo es Tiefseesedimentproben gibt. Das natürlich Tiefseesedimentproben zu nehmen, ist natürlich um einiges aufwendiger als nur Oberflächenwasser oder Planktonproben zu nehmen. Deswegen sieht man auch, es ist deutlich weniger. Und was jetzt gerade nicht mehr, so muss ich ins Paper gucken, was die hellblauen Punkte sind.
Euphotik und dunkelblau ist aphotik. Genau, okay, genau, das hatte ich ja gerade erzählt, genau, die Oberflächen. Und genau, und da sieht man jetzt auch so ein bisschen an diesen hellblauen und blauen Punkten, ne, die Reise von der Tara oder von der Malaspina-Expedition, die so rumgehen. Genau, und ja. Da hatten sie dann insgesamt 418 Sedimentproben, 1160 euphotische Proben, also eben Wasser, ich sag's, nenn's einfach Oberfläche, und 138 aus eben der aphotischen Zone. Das ist ganz schön ordentlich. Ist trotzdem immer, wenn man die Größe des Ozeans betrachtet, ist es halt nichts. Aber, aber als Probengrößen ist das ziemlich gut. Und ja, habe ich mir was aufgeschrieben, ich kann es nicht. Ah, genau, und dann haben sie, genau, und sie hatten insgesamt 447 verschiedene Probenstellen, also verschiedene Orte, wo die Proben herkommen. Also wir sehen da ja so ein bisschen, dass sich eben manche Proben überschneiden, am gleichen Punkt sind, aber nicht alle. Im Mittelmeer sieht ziemlich crowdy aus da. Ja, aber auch einfach, weil es so klein ist, ne? Wenn du da mehrere Stellen hast, dann überlappen halt diese Punkte ganz schnell. Ja, ja. Na. Und genau, und dann hatten sie insgesamt 2,42 Milliarden Sequenzen, DNA-Sequenzen. Das ist richtig viel. Und genau, und sie haben halt DNA benutzt, um die Vielfalt zu bestimmen. Und zwar 18S, ribosomale DNA. Das ist eben, 18S ist eben typisch für Eukaryoten. Mit Bakterien macht man das mit 16S. Und was heißt denn genau 18S? Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Achso, das ist vom Ribosom in der Zelle eine Einheit. Also quasi gehört zum Ribosomenteil. Und das wird benutzt als Marker quasi, um Arten oder Gattungen oder was auch immer zu bestimmen. Weil es eben so ist, dass alle Zellen Ribosomen haben. Das heißt, das ist halt universell in jeder Zelle. Und alle Eukaryoten haben die 18S, also Prokaryoten haben das nicht. Das ist das Praktische auch in der Sache. Und, und du hast halt hier auch den Vorteil, dass alle haben das, alle haben eine Stelle, die sehr konserviert ist, das heißt, die immer ziemlich gleich ist, und dann dahinter eine Stelle, die sehr flexibel ist und wo sich dann eben die Sequenzen verändert, sodass darin quasi, du kannst darin die Unterschiedlichkeit sehen und daher die Arten zurückverfolgen. Und du brauchst halt diese konservierte Stelle, um bei der Sequenziertechnik, um Primer ansetzen zu lassen. Also weil du musst quasi eine Stelle vorher kennen oder zumindest ungefähr kennen. Deswegen kannst du nicht irgendwelche random Gene nehmen. Genau, und das haben sie sich dann angeschaut. Und jetzt muss ich gerade hier. Genau, und was sie dann gemacht haben, ist es so, dass wenn du Plankton an der Oberfläche hast und es stirbt, dann sinkt es ja so langsam runter in die Tiefsee. Das heißt, wenn du dir jetzt die DNA anschaust, dann hast du natürlich auch Plankton von der Oberfläche, hast du dann natürlich auch, findest du auch in der Mittelschicht und auch am Boden, weil das ja da so runtersinkt. Obwohl das da nicht lebt, sondern einfach nur, weil es eben abstirbt und da runtersinkt. Und dieses Runtersinken ist eben auch diese Kohlenstoffpumpe des Meeres. Also so wird eben Kohlenstoff zum einen also aus der Atmosphäre im Wasser gelöst, und dann hast du eben Algen und Plankton, die dieses CO2 aufnehmen und eben über Photosynthese zu Zucker verwandeln. Die bauen das also in sich ein. Und wenn die dann absterben, dann sinken die eben langsam zum Meeresboden, und dadurch wird das CO2 im Meeresboden unten gespeichert durch diesen Prozess. Und genau, und deswegen findest du eben auch die Arten von der Oberfläche natürlich in den anderen Schichten. Und weil sie aber eben genau das haben, also sie haben ja die Daten von der Oberfläche, sie haben die Daten aus der Mittelschicht und sie haben die Daten von unten, konnten sie quasi rausfinden, was aus welcher Sache kommt, ne? Also wenn du jetzt guckst und du hast halt irgendwie Sequenz A sowohl an der Oberfläche als auch in der Mittelschicht als auch am Boden, dann weißt du, es kommt eigentlich von der Oberfläche bis runter. Und Sequenz B findest du aber nur am Meeresboden, dann weißt du, das ist auch wirklich eine Art, die nur am Meeresboden vorkommt. Und das ist eben, was denen geholfen hat, um dann auch explizit zu gucken, was ist eigentlich nur am Meeresboden. Dass man eben diese drei
Sachen hatte. Und wenn du jetzt weiter runter scrollst, dann kommt da so. Ja. Und dann nochmal so ein Bild. Kann ich. Ich muss zurückgehen. Ja, nee. Ja, das da, ja, genau. Das, nee, genau, achso, alles klar. Genau. Genau, hier haben sie nämlich jetzt geguckt, was haben wir denn für Arten jetzt am meisten überhaupt in unseren Proben? Und dann haben wir eben hier in der euphotischen Zone, also in der Lichtzone, kamen halt am meisten Dinoflagellaten vor. Dinoflagellaten sind Einzeller, die sowohl Algen sein können, aber auch räuberisch leben, also die machen nicht notgedrungen Photosynthese, können sie aber. Also zum Beispiel Dinoflagellaten sind auch die Algen, die in Korallen leben. Die leben aber auch teilweise räuberisch. Dann haben sie in der aphotischen Zone haben sie Diplonemidae gefunden. Also hauptsächlich, das ist jetzt dieses Eupelagonemidae. Also das ist quasi die, Ordnung, glaube ich, die da am meisten vorkam. Das sind auch kleine Einzeller, die räuberisch leben. Und tatsächlich sind das wohl die diverseste Gruppe an Einzellern im Plankton, was man mittlerweile herausgefunden hat. Okay. Und genau, und dann hat man in der Tiefsee hauptsächlich gefunden Amöben, Nematoden. Ich zoome mal. Deep Ocean Sediment sind wir jetzt, ne? Ja, genau. Also, ja, genau. Genau, ich bin jetzt gerade bei dem Bentischen. Amöben, Nematoden. Nematoden sind auch sowas wie so kleine Würmchen, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und Foraminiferen. Und was hier halt vor allem einfach mega, mega spannend ist, dass sie einfach 60% der Sequenzen, die sie gefunden haben, kennt man halt nicht. Also das Graue heißt, ist, man kann, genau es, das, man kann die Art nicht bestimmen. Nee, man weiß nicht, was es ist. Man kennt die Art nicht. Ach so, ja. Also, okay. Also ja. Ganz wichtiger Unterschied, ja. Genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Genau, und man sieht aber eben an den Sequenzen, dass das halt unterschiedliche Sachen sind. Ja. Und das heißt, wir sehen halt, dass wir, also vor allem in diesem Mayo-Mikro-Bereich, dass da eine ganz, ganz krasse Diversität im Sediment ist, in der Tiefsee, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das ist noch alles unbekannt, was ziemlich krass war. Also wenn du es noch mal größer machst. Was größer? Ja, das Bild noch mal rauszoomst. Ach so. Entschuldigung, nicht größer, ja genau. Dann siehst du auch eben oben, du hast ja noch andere graue Bereiche bei den aphotischen und euphotischen Zone, aber das ist halt viel, viel weniger, weil wir da natürlich einfach viel mehr drüber wissen, weil man da viel mehr drankommt. Und genau, das ist eigentlich so die Haupterkenntnis dieses Papers, dass eben gerade in der Mayo-Fauna, also Mayo ist eben so quasi das Ding zwischen Makro und Mikro, dass da unglaublich viel unbekannt in der Tiefsee ist. Mhm. Genau, und auch hat sich eben gezeigt, dass das Tiefseesediment vielfältiger ist in der Artzusammensetzung als die gesamte Wassersäule. Oh ja, das ist auch krass. Und sie haben auch noch gefunden, dass die Zusammensetzung aber halt auch total variieren aufgrund der geografischen Lage. Also die verschiedenen Probenstellen an verschiedenen Orten hatten auch nochmal sehr verschiedene Zusammensetzungen. Und was quasi dann letztendlich auch rauskam, war, weil sie ja eben auch gucken konnten, was es eben von diesem Plankton unten im Sediment, also was eben diese, die Kohlenstoffpumpe des Meeres. Und da werden meistens auch immer vor allem Diatomeen genannt. Und Emiliana Huxley, dass das quasi so die zwei Gattungen oder Ordnungen sind, die so wichtig sind für die Kohlenstoffpumpe. Und was sie aber auch mit diesen Daten gezeigt haben, ist, dass diese Kohlenstoffpumpe viel diverser ist, als man früher dachte. Also, dass da viel mehr Arten eine Rolle spielen, als diese zwei, die man immer nennt. Und genau, dass das eigentlich eine viel buntere Mischung ist. Kannst du noch mal kurz die Kohlenstoffpumpe erklären? Das war das, was ich vorhin erklärt habe mit dem Plankton, das eben CO2 aufnimmt, mit Photosynthese in Zucker verwandelt. Okay, ja.
und dann genau absinkt und was dann in der Tiefsee gespeichert ist. Genau, und das sind eben ganz, ganz viele verschiedene Arten, die das machen und die auch letztendlich unten ankommen, weil natürlich werden dieses Algen, Bakterien, was auch immer, was runtersinkt, das wird eben auch abgebaut in dieser Zeit, wie das runtersinkt, weil es eben von anderen Bakterien gefressen wird oder von Larven oder Fischen oder so. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Vielleicht hast du Entschuldigung. gerade noch an Pumpe gedacht. Nee, ich habe gerade mit Die irgendwann so. Kohlenstoffpumpe ist viel diverser als die beiden Arten, die man immer nennt. Da habe ich dich unterbrochen. Ja, nee, aber ich habe. Okay, Cut. Ja, scheiße. Macht nichts. Nee. Fällt dir Fahren ist bestimmt gleich wieder genau, ein. ich wollte gerade noch irgendwie auf den Punkt hinaus und der fällt mir gerade nicht mehr ein. Genau, der Punkt ist halt, was landet dann letztendlich unten und was schafft es quasi runter? Und da sind eben vor allem eben immer Diatomeen und Emiliana Huxley als Hauptvertreter für die Kohlenstoffpumpe werden und als wichtigste Vertreter werden da immer genannt, aber das Paper hat halt zeigt, dass tatsächlich viel mehr unten landet und vor allem viel mehr von verschiedeneren Arten. Genau, und deswegen ist das ein sehr wichtiges Paper, das rauskam vor 2 Wochen. Okay, und okay, da, und dann geht es noch ein bisschen ins Detail, was da noch so alles kommt. Aber das ist quasi Ja, die, der graue das war die Balken hier Hauptaufgabe. ist das dicke Ding, könnte man sagen. Genau, das ist eines der dicken Dinger, genau. Also ich meine, du kannst da noch mal reinzoomen. Ich weiß gerade nicht mehr. Das sind dann so ein bisschen, wenn du jetzt Experte bist, sind ja natürlich noch viele andere interessante Sachen drin. Sie haben ja auch ein bisschen auch größere Tiere wie Annelida. Das sind Würmer und so, ne? Und hier Nematoden, Arthropoden, also Krebse und so ein Zeug. So, genau. Aber viel größer wird's halt nicht. Also ne, weil wir gleich zu den Walen gehen. Die sind jetzt dann nicht mit drin. Okay, Aber die krass. leben da ja Aber auch nicht. das ist auch nochmal so eine Sache, die man irgendwie erwähnen muss, ne? So viel ist noch unbekannt, also an Arten in der Tiefsee. 60% von den Sachen, die sie da gesammelt haben. Und du kannst ja davon ausgehen, und du hast ja gesagt, das waren ein paar hundert, was schon wirklich viel ist. Und die Tiefsee ist halt auch scheiße groß. Ja, das ist halt dann eine Stelle aus der Tiefsee, ne? Und Ja. ich meine, 70% des Bodens, des Planeten ist Tiefsee, also oder Meer. Also, ich habe gerade gesehen, es wurde gefragt nach den Algen. Und ich Ja, glaube, es wurde mir gefragt nach dem Algen, genau. es geht ihnen gut. Immer noch. Aber ich glaube, ich muss sie Geil. mal wieder füttern. Habe ich jetzt schon seit längerem nicht mehr gemacht, aber. Oh, to do. Du. Demnächst, ich habe jetzt auch noch Urzeitkrebse-Eier sind auch angesetzt. Oh, Ja. geil. Können wir ihnen einen Namen geben? Vielleicht werden sie ja auch groß. Können wir Vielleicht werden sie groß. Urzeitkrebsrennen veranstalten? Können wir mal gucken, vielleicht. Na schau, erstmal muss ich sie großziehen. Okay. Hinkriegen. Olaf Das ist hat die eine erste Frage. Hürde. Ja. Und zwar, konnte man die Steigerung von CO2 in der Atmosphäre am Meeresboden nachweisen? Denn die Versäuerung der Meere ist ja bekannt, aber fällt da jetzt schon mehr unten an? Olaf, jetzt, was meinst du mehr, dass mehr Plankton unten ankommt oder ob das Meer in der Tiefsee versauert ist? Nee, ich glaube, er meint mehr Kohlenstoff, so würde ich es jedenfalls verstehen. Aber Olaf, sag gerne nochmal, wie du es meinst. Also ich kann dir das nicht. Ja, mehr Plankton. Das kann ich dir nicht genau beantworten, also weil ich weiß die Daten nicht, aber ich würde schätzen, dass nein, weil Plankton leider immer weniger geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Dementsprechend würde ich sagen, nee, wahrscheinlich ist weniger Plankton unten als vorher. Ja, weil wir das Plankton kaputt gemacht haben. Also irgendwie, ich glaube, es sind so Zahlen von irgendwie 60 bis 80% weniger Plankton seit den 80er Jahren. Weil das Problem ist, dass Plankton halt eben auch mit der Ozeanversauerung, mit der Wassererwärmung nicht so gut klarkommt. Und weil
wir die Wale ausgerottet haben, nicht ausgerottet haben, aber so reduziert haben. Und die Walkacke ist ja so ein wichtiger Planktondünger. Apropos Wale, es ist doch Weltwaltag. Ja, es ist Weltwahltag und für die, die beim letzten Stream schon dabei waren, die haben auch die Wale, die ich auf meiner Waltour vor Teneriffa, Teneriffa, es geht schon los, vor Teneriffa, dieser kanarischen Insel, die haben da schon ein paar Fotos und Videos von gesehen. Und nachdem André verkündete, dass heute der Wahltag ist, habe ich meine anderen Themen, die mich noch interessiert haben, ad acta gelegt und mich um die Pilotwale gekümmert, die quasi eine logische Fortsetzung aus dem letzten Stream sind, denn von denen habt ihr schon Videos gesehen. Und Ah, die, also ja. die, die du vor Teneriffa gesehen hast, cool. Ja, genau. Im letzten Stream gab es da Videos von und diesmal kann ich davon berichten, weil es ja Wahltag ist. Dachte ich mir, ja, come on, dann mache ich jetzt spontan was über diese Pilotwale, die wir ja schon fast kennen. Und habe ein Paper rausgesucht, das sich mit den teneriffischen Pilotwalen auseinandergesetzt hat und den genialen Titel trägt: Cheetahs of the Deep Sea, Deep Foraging Sprints in Shortfin Pilot Whales off Tenerife. Cheetahs sind Geparden, also man nennt sie dort Geparden der Tiefsee, was ich echt ganz geil finde. Ja. Schöner Titel, oder? Ja. Und ich weiß nicht, ob wir Pilotwale noch einmal zeigen wollen. Es geht in diesem Fall um die kurzflossigen. Es gibt nämlich, das habe ich dann auch herausgefunden, zwei Arten von Pilotwalen: die Langflossen-Pilotwale und die Kurzflossen-Pilotwale. Und die haben unterschiedliche Orte. Räume. Dankeschön, ja. Ist okay, Lebensräume. ich kenne das Problem, egal. Ja, oh Gott. Oh, wenn man auf Englisch denkt und dann versucht, was auf Deutsch zu sagen und so, es ist schlimm, ist ganz Heißen schlimm. die auf Deutsch dann auch rein zufällig Grindwal, die Pilotwale? Ja, aber es könnte man von beiden sagen. Also Pilotwal und Grindwal ist der gleiche Name quasi. Es gibt halt langflossige und kurzflossige Genau, ich davon. habe nach kurzflossigen Pilotwal gegoogelt und kriege Ja, und nur dann hast du auch, kannst du, Kurzflossen-Grindwal-Bilder. Deswegen frage ich. ja, ist ja, ist das ja. gleiche Tier. Ja. Und die Kurzflossigen sind die, die vor, also es ist ein sich überschneidender Lebensraum dort im Atlantik an Teilen, weil die Kurzflossigen sind die, die die warme Gegend mögen und die Langflossigen sind die, die die kalte Gegend mögen. Ich Also zeige mal kaltes, einen. kälteres Gewässer. Danke Welche dir. Flossen sind denn kurz oder lang? Ja, frag mich nicht, ich glaube die Flipper. Also die Brustflossen, glaube ich. So. Die sind aber insgesamt auch die haben auch einen Längenunterschied. Und die einen leben deutlich länger als die anderen. Und die Ist das der das Längenunterschied? ist ein absoluter Längenunterschied. Eine sind eine Länge voraus. Ja. Und die sehen echt ganz witzig aus, ne? Als hätten sie so einen Bowler-Hut auf. Genau. Und die habe Ich ich habe hier noch ein gesehen. Foto. Ja, als Foto sind die noch ein bisschen beeindruckender. Ich kann dir auch noch ein Ja. Paper schicken, wo auch ein Foto ist von denen, denn ich bin auf dieses Cheetah-Paper gekommen, indem ich die ersten anderthalb Seiten von einem allgemeinen Paper gelesen habe, weil ich die ganze Zeit vorher gesucht habe nach den Pilotwahlen von Teneriffa und dann habe ich das allgemeine Paper gefunden und dann gab es dieses geile Titelding, also diesen geilen Titel von dem Paper in diesem allgemeinen Kontext und dann stellte sich heraus, ach, es geht jetzt um diese Teneriffa-Wale, was ich super fand. Dann brauchte ich nicht mehr das Allgemeine weiterlesen. Ach, bezaubernd, oder? Das sieht ein bisschen aus wie Mutter und Kind. Ja, wollte ich. Sieht sehr danach aus. Ja. Und die, die vor Teneriffa sind, falls ihr das letztes Mal im Video auch mitbekommen habt, da hat die Leiterin unserer Walbeobachtungstour gesagt, ich glaube, das kam in dem Video auch vor, dass da die Älteren, es gibt, da sind Matriarchate, das heißt, die werden angeführt von einem Muttertier
Und dieses Muttertier, das muss nicht mehr fortpflanzungsfähig sein. Das ist bei den Kurzflossigen so, dass die eben deutlich länger leben. Und ihre letzten 30 Jahre etwa, die werden über 60, Okay. damit verbringen, eine Herde anzuführen und denen alles so beizubringen, so wie Elefanten. Das ist aber nur bei den Kurzflossigen, bei den Langflossigen ist es ein bisschen anders. Und man hat da vor Teneriffa Versuche gemacht, und zwar mit so Tags. Und ein weiter rechts oben in deiner Taskleiste ist auch so ein Tag zu sehen, um die es gleich gehen wird, mit denen die Daten, von denen ich gleich sprechen werde, herausgefunden habe. Es gibt ein D-Tag. Das ist ein Tag, da kann, Jules, kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? Diese Warte Tag-Form. mal. Die kann man auf so glatten Oberflächen wie einer Walhaut mit Ja, anbringen. das Saugnapf-Ding. Ja, Genau. ich habe mal ich hab mal gesehen, dass die Kameras damit an einem Pottwal festgemacht haben. Ja, genau. Und diese D-Tags, die verwendet haben für das Paper, was wir uns gleich angucken, die kann man auch wieder ablösen mit so einem Mechanismus. Die gehen nach einer Zeit ab, die beschädigen den Wal nicht, das saugt sich eben fest an der Haut. Und diese spezielle Form, die hat auch ein Hydrophon dran. Das heißt, die waren in der Lage, im Gegensatz zu sonst, die Akustik und die Tiefe der Tauchgänge zu beurteilen. Weil sie wussten, in welcher Tiefe welche Töne von sich gegeben werden. Und das sind ja Zahnwale, diese Grind- oder auch Pilotwale, wie sie genannt werden, die relativ tief tauchen, um an ihr Futter zu kommen. Was vor Teneriffa, das hatten wir beim letzten Mal auch, also wen der Stream nochmal interessiert, da hatten wir auch darüber gesprochen, warum so viele Wale vor den Kanarischen Inseln zu finden sind und warum die Artenvielfalt da so hoch ist. Weil es da relativ steil bergab geht und die dort viel gutes Futter finden. Und da haben sie dann herausgefunden, dass diese Art von Wal an dieser Stelle sehr steil bergab taucht, sozusagen, die Vulkanflanke hinunter, weil die Kanarischen Inseln sind ja Vulkaninseln. Das heißt, das ist so ein bisschen so wie bei Eisbergen. Oben sieht man einen Teil, aber dann geht es relativ nah an der Küste relativ steil runter. Und man kann deswegen gute Walbeobachtungen vor Teneriffa machen. Schon einen Kilometer vor der Küste geht es so steil runter, dass man dort viele Grindwale trifft, die Locals. Es gibt auch, also gibt dann die Residents und die da auch mal vorbeischwimmen. Und es gab dann 2003, haben die angefangen mit so einer Studie, wo sie dann im Sommer und nee, im Frühjahr und im Herbst diese Grindwale oder auch Pilotwale getaggt haben mit diesen Saugnapfdingern und geguckt haben, was die für ein Tauchverhalten haben. Und dann konnten sie anhand des Tauchverhaltens und der Klicks Vermutungen anstellen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die so fressen. Ich kann dazu gleich noch, also ich habe neulich auch ein Paper gelesen, ich kann, aber das Ja? sage ich erstmal, das erzähle ich dann danach. Oh, okay, gut. Also in dem Paper, was wir uns mal angucken können, das ist mir ein bisschen kompliziert gewesen, aber ich habe die harten Fakten rausgezogen. Kannst weiter nach unten klicken, da gibt es ein buntes. Tintenfische. Ja, genau, die sind heiß auf Tintenfische. Oh, danke da, das ist so ein Standard-Tauchprofil von einem Shortfin Pilot Whale, also von einem dieser Pilotwale. Aha, ich Einer zoome der getaggt. mal. Ja. Und diese schwarze gestrichelte Linie, die ihr da in einer relativ Bildes seht, ist der Zeitpunkt des örtlichen Sonnenuntergangs. Das heißt, links davon ist alles, was unter Tagbedingungen stattgefunden hat. Und rechts davon ist alles unter Dunkelheit. Es wird da auch relativ zügig dunkel. Und man hat bei diesen 23 Walen, die sie getaggt haben, herausgefunden, dass die bis zu einer Tauchtiefe, die noch tiefer ist als das, was hier jetzt angegeben ist, weil das ist so ein mittleres Bild, oder so ein Mittel des Bildes. Es gab da ein Tier, das also über 1000 Meter tief getaucht ist. Und die haben
dabei drei Tauchphasen festgestellt, nämlich der erste Tauchbereich, das ist das Abtauchen, was die gemacht haben. Das ist zwischen der Oberfläche von 0 Meter bis etwa 400 Meter. Da sind die Wale relativ steil abgetaucht und haben wenig Flukeneinsatz gezeigt. Also ich gehe von Fluken davon aus, dass sie die Schwanzflosse unter anderem meinen, weil die ja den Speed gibt. So. Mhm. Das kann man akustisch feststellen. Da haben die irgendwelche Berechnungen angestellt, weil sie haben ja die ganze Zeit das Hydrofon laufen lassen. Red mal weiter, ich bin wieder da. Ja. Gut. Die haben das Hydrofon laufen lassen und wussten dann aufgrund von irgendwelchen Berechnungen, wie schnell der Wal seine Fluke benutzt und haben festgestellt, dass in der ersten Tauchtiefe das relativ entspannt alles bergab, also der dann relativ schräg tief taucht, mit etwa 2 Meter pro Sekunde und wenig Klicks, also wenig, wie heißt denn das, Echolot benutzt, weil die, so wie Delfine auch, die werfen, und so wie Fledermäuse ja auch, werfen so einen Sound in ihre Umgebung und dann gucken sie, was kommt davon zurück. So finden die ihre Beute. Das heißt, sie sind entspannt abgetaucht und sind auf so eine mittlere Höhe oder mittlere Tiefe, vielmehr zwischen 300 und 400 Metern runtergegangen. Und ab etwa 300, 400 Meter sind sie nicht mehr ganz so gechillt durch die Gegend, nicht mehr mit 2 Meter pro Sekunde, sondern dann haben sie angefangen mit Suche und Fang von Beute. Das heißt, es gab so reguläre Klicks mit teilweise längeren Pausen dazwischen, weil die hören sich das ja alles genau an. Und dann, wenn sie näher an Beute rankommen, so dass sie dann so einen Buzzer machen, das ist bei Fledermäusen auch so, dann wird das aktiver, dann haben die weniger Pause zwischen den Klicks. Und das nennt sich dann auf Englisch Buzz oder Buzzer. Und zwischen 300, 400 Meter bis 500, 600 Meter nimmt die Tauchkurve so in etwa ab. Und von da an tauchen sie entweder wieder auf oder sie machen diese Sprints in die Tiefsee. Und das ist im Vergleich zu anderen Walen noch nirgendwo beobachtet worden. Man hätte das auch nicht gedacht, weil das ja Säugetiere sind. Das heißt, die brauchen Sauerstoff für ihren Energiehaushalt. Und ein Sprint ist total energieaufwendig und auch anaerob teilweise. Also die Leistungssportler unter euch, die werden das wissen, wie anstrengend das ist, so einen Sprint zu machen. Und die tauchen dann teilweise in Sprints in die Tiefsee und zwar mit bis zu 9 Meter pro Sekunde. Ich habe dann gedacht, Alter, was sind denn 9 Meter pro Sekunde? Man muss das immer umrechnen, ne? Ja, ja, ich habe es also nicht pro Kilometer umgerechnet, aber Usain Bolt, der ja einen Weltrekord auf 100 Meter hat, er läuft 10,44 Meter pro Sekunde. So. Und das ist der schnellste Mensch der Welt. Und die machen einfach mal in der Tiefsee wohlgemerkt den Sprint mit Wasserwiderstand. Nicht mit Luft oder so, sondern gegen die Wassersäule, gegen den ganzen Druck, der da unten ist, schwimmen die einfach mit 9 Meter pro Sekunde mal einen Sprint. 32,4 km/h. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ich habe es gerade auch gerade ausrechnen. Ach so, ja. Ja. Ja, das ist schnell. Das ist richtig, das ist echt krass schnell. Und Vergleichstiere, von denen man auch Daten hat, von den Kanaren, nicht von Pilotwalen, aber es gibt den Blainville-Schnabelwal, der in ähnlichen Konditionen auch mal getestet worden ist, was der so macht. Der macht keine Sprints, der ist körpermäßig, also von der Körpergröße ist der ähnlich. Hat auch ein ähnliches Futterspektrum, schwimmt in ähnlicher Tiefe. Die haben Tauchgänge von 40 Minuten und machen etwa 30 Beutezüge in diesen 40 Minuten. Hingegen dieser Pilotwal, der ist so 10, 15 Minuten unter Wasser und macht 1 bis 2 Beutezüge. Der ist also viel selektiver in der Art, wie der da unten sich bewegt. Und man geht davon aus, aufgrund der Datenlage, dass der eher von oben sondiert, was. Und dann, so wie wie ein Gepard oder auch wie diese Vögel, die kennt ihr bestimmt auch, die Greifvögel, die über dem Feld stehen, die ganz lange gucken von oben, ist irgendwo was und dann schießen die runter und greifen sich die Beute. Und so ähnlich stellt man sich das nach aktuellem Stand mit den Pilotwalen auch vor. Die haben die müssen sich aussuchen, worin sie ihre Energie verwenden und
Luft anhalten gleichzeitig. Ich finde das total freakig, was die da machen. Und die haben wahrscheinlich als Beute deswegen hochkalorische Beute. Und davon habe ich auch zwei Bilder dir geschickt, was man in den, oder drei, was man im Bauch von den Walen gefunden hat, also den kanarischen, nämlich einmal den European Flying Squid, den man da sieht. Der hat so eine Mantellänge von 75 cm bis etwas drüber, also fast einen Meter lang, also ziemlich groß. Das lohnt, es muss sich halt irgendwie lohnen, dieser Sprint muss sich lohnen. Das hat man in den Mägen von den Walen schon mal gefunden, die dort leben. Und das nächste, was du rechts daneben hast in deiner Taskleiste, das ist auch ähnlich groß. Die Viecher, die gibt's, die zehnarmigen Tintenfische, die hat man seltenst gefunden, außer in den Mägen von den Walen. Okay. Die sind auch so groß. Und im Nahrungsgebiet der Wale finden sich auch, aber jetzt nicht, das hat man nicht im Magen gefunden, aber in dem Gebiet auch Teile von Riesenkalmaren, die dann schon mal zerrissen worden sind. Man weiß aber nicht. Diese Riesenkalmare, das sind die Viecher, die auch bei Moby Dick auftauchen und sich sagen umwoben mit Pottwalen betteln und man dann diese Saugnapfabdrücke auf der Walhaut findet und so. Also da ist man sich nicht sicher. Das ist jetzt mehr so im Bereich der Sagen, weil die auch in dem Gebiet sind schon Körperteile von Riesenkalmaren gefunden worden in dem Futtergebiet der, der Grind/Pilotwale. Mhm. Ja. So. Das habe ich herausgefunden zu den Dudes, die ich da live gesehen habe. Ja, bezüglich Nahrung, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht die, die Teneriffa-Pilotwale betreffen, aber ich hatte auch neulich ein Paper gelesen und zwar habe ich mich mit Aalen beschäftigt und der Aalwanderung. Ah, und geil, weil die, ja. Weil die Aale leichen in der Sargasso-See ab. Man weiß nicht genau wo. Man die konnte das so nicht beobachten. Die europäischen Aale, genau. Die amerikanischen Aale auch, aber ja, genau. Aber es gibt auch japanische Aale. Ja. Und genau, und man weiß nicht genau wo und sowas, deswegen wird das immer noch untersucht. Und dann haben sie auch Aale mit so Sendern ausgestattet. Und was gar nicht so einfach ist, weil Aale halt auch nicht so groß sind und diese Sender sind relativ groß und dann muss man die ja so machen, dass die nicht beim Schwimmen behindern und bla bla bla. Und Aale sind auch schleimig und so, ne? Ja, aber das ist gar nicht so das Problem, sondern das Problem war eher, dass die Sender zu groß sind und du musst halt teilweise diese Sender danach wieder finden und wenn du gar nicht weißt, wo die dann aufpoppen, dann kannst du die eigentlich auch nicht wirklich finden und so. Also ein bisschen schwierig und die sind teuer und auf jeden Fall sind ihnen dann auch, also sie haben das aber gemacht und sind ihnen dann, gehen leider auch einige von diesen Aalen hops, weil die halt gefressen werden. Und anhand quasi von den Sendern, die dann wieder aufgetaucht sind und den Daten, die da drin sind, geht man auch sehr stark davon aus, dass die von Pilotwalen gefressen werden. Also weil die natürlich dann quasi, der Sender hat plötzlich eine total, also quasi eine Walkörpertemperatur, weil der Aal wird ja verschluckt. Und dann verändert sich plötzlich das Tauchverhalten. Ne? Plötzlich geht irgendwann die Oberfläche und runter und dies und das und so. Und deswegen geht man jetzt davon aus, dass Pilotwale auch zur Aalwanderungszeit total gerne Aal snacken und die Aale wandern eben auch in der Tiefsee, also so auf 700 Metern rum und so. Und dass der europäische Aal auch durchaus eine wichtige Nahrungsquelle für Pilotwale darstellt. Wal und Aal ist ja auch, reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ja, stimmt. Ja, ey, Aale sind so freakig. Also was mich bei Aalen auch nicht nur von dieser Wanderung und dieser Blattform, die sie ja am Anfang haben, so fasziniert, ist auch, wenn die zurückkommen, also wenn die merken, dass sie jetzt reif sind, um neue Babys zu produzieren, dann wandelt sich das Innere von dem weiblichen Aal, vom Verdauungstrakt um auf Fortpflanzungen. Die fressen dann nichts mehr. Die machen auch einfach beim männlichen. So. Ja, okay, ich habe mich nur mit weiblichen Aalen beschäftigt. Genau, der Verdauungstrakt bildet sich zurück und das ist sogar quasi, die ernähren sich dann gar nicht mehr. Quasi von allen, von allem, was sie haben, also von ihren Muskeln, von ihrem Fett und selbst ihr Skelett wird abgebaut und das ist total krass. Ja,
Das sind echt Hammer-Tiere irgendwie. Und sie können, was jedes Kind begeisternd findet, auch kurze Strecken über Land wandern. Wenn sie, weil die wandern ja vom Salzwasser ins Süßwasser und Irgendwie war gerade der Ton weg bei mir. Ja, Inga, Egal. bei dir war Sie kurz, ja. wandern. Ja, die wandern Sie vom wandern Salzwasser halt. ins. Die wandern halt. Ja, die können auch im Süßwasser dann irgendwann rumhängen und dann wieder später. Und dann wandern die auch mal über eine Wiese, wenn sie behindert werden durch Landmasse. Kürzere Landmasse natürlich Dann nicht. bis zu 48 Stunden aus dem Ja. Wasser überleben. Ja, das ist echt, das sind die Crazy Viecher. Hammertiere. Ja, voll. Abgefahren. Crazy Viecher. Ja, und Ja, die und Lotwale das hier in halt die auch. Sargassosee, das ist ja echt ein Riesenweg. Und Ja, die 6000 hausen bei Kilometer. uns Ja. irgendwo in Flüssen. Krass. Ja, das habe ich in meinem Kinderbuch auch drin. Da heißt der Aal Maji und wohnt in Holland, bis sie sich entscheidet, zurück in die Sargassosee zu dümpeln. Krasse Entscheidung, aber sie macht es richtig. Und die letzte Entscheidung. Ja. Aber schafft sie es oder wird sie vom Pilotwal gefressen? Nein, da ist kein Pilotwal aufgetaucht. Nee, nee. Glück gehabt. Sie hat mir so Flachbodenboote im Eiselmeer beobachten dürfen, dann, bevor sie dann raus auf See ist. Leute, Ja. Ja. machen wir kurz mal eine Pause, weil ich muss echt voll dringend Pipi. Okay. Ja, das Ja, wollen wir ja nicht, dass das wir machen eine hier. Pause. Nach der Pause komme ich mit einem kleinen Experiment. Und Yeah. du musst dich nicht hetzen auf Klo. Ich muss nämlich noch Wasser warm machen. Und also ich würde gern, also ich brauche ein paar Minuten für die Vorbereitung. Also so 10 oder was? Alles hochräumen und so. Ja, 9 hätte ich jetzt Okay, gemacht. neun. Ja, dann sehen wir uns in 9 Minuten um 10 Abend. Genau. Und falls ihr noch Pilotwahlfragen habt, könnt ihr sie euch jetzt überlegen. Ja. Und Genau, dann Fragen kann ich immer her Emmy dann. damit. Genau. Wir können nicht immer alles beantworten, aber wir suchen es euch raus. Richtig. Richtig. Okay, wir Gut. haben ein kleines Päuschen, danach Experiment und dann werden wir auch noch ein bisschen was spielen. Bleibt so lange da, bis wir machen euch exklusive Tauchbilder, die Julia selber gedreht hat, an in der Pause. Bis gleich. Jawohl. Bis gleich. Bis gleich.